Hallo und willkommen bei Funkelfaden und The Plotting Place. Das ist Julia, ihr kennt sie ja schon. Und zwar nicht mehr von Kreativmädchen. Ja, ich habe meinen Namen geändert und ich heiße jetzt The Plotting Place. Das heißt, nicht mehr nach Kreativmädchen schauen, sondern nach The Plotting Place. The Plotting Place bedeutet, bei dir dreht sich jetzt alles rund ums Plotten. Ja. Nicht mehr unterschiedliche Kreativtechniken, sondern Fokus auf Plotten. Genau, richtig. Ja. Auf den Mund gebracht. Und genau das haben wir heute nämlich auch gemacht. Geplottet. Ja, ganz, ganz viele schöne DIY-Projekte zum Thema. Ich weiß nicht, ob man es erraten kann. Silvester. Silvester ist ja für mich immer so ein Ding. Das ist plötzlich da. Ja. Jedes Jahr aufs Neue. Ganze Zeit Weihnachtsstress und dann ist plötzlich Silvester. Das stimmt, da hast du recht, ja. Ja, und dann, also mit Deko ist immer schwierig. Muss schnell gehen, finde ich. Ja. Silvester-Deko muss schnell gehen. Ich habe zu Weihnachten so viel gebastelt. Ich habe keine Zeit, keine Nerven. Die Läden sind voll. Ich habe auch gar keine Lust, einkaufen zu gehen. Das muss schnell und relativ einfach gehen. Und ja, soll irgendwie auch Spaß machen. Ne? Und was sind so deine, also hast du so Traditionen, was du an Silvester machst oder was du auch gerade am Essentisch auftischst oder... Ja. Ich bin auch nicht so der große Silvester-Party-Fan. Also, was ich ganz gerne mache, ist so Bleigießen. Ja. Das gibt's ja nicht mehr. Nee, Wachsgießen. Wachsgießen, genau. Ja. Mhm. Ja, das kann man auch super selber machen. Mhm. Mit so Kerzenresten und, stimmt, und Förmchen. Habe ich ein schönes Tutorial auf Funkelfaden dafür. Ah, ja. Mit Printable. Zum schon Verschenken für deine Nachbarn, die vielleicht eine Party feiern. Ja. Aber ohne Plotter. Ja, das, aber Wachsgießen finde ich noch ganz gut und so ein paar Wunderkerzen und so. Ja, so Feuerwerk muss es auch nicht sein. Nee, ist bei mir auch so. Also so feiern irgendwie auf einer Party oder so, nee. Also schon so gefühlt seit 2-3 Jahren huseln wir immer. Ist auch schön. Dann freue ich mich, hole so circa 29 Uhr das Puzzle raus und versuchen bis 0 Uhr das geschafft zu haben. Großes. Ja, ein großes, also 1500. Und dann versuchen wir, das fertig zu bekommen. Das ist auch schön. Bei, machen wir so ein bisschen Essen, Leckereien. Schöne Tradition. Ja. Puzzeln. Genau. Ja, aber da kann man ja auch ein bisschen dekorieren, ne? Ja, natürlich. So. Also ein bisschen Deko muss sein. Entspannte Silvester-Deko. Genau. Und apropos Deko, ich habe was Tolles mitgebracht. Und zwar ein bisschen auch so für Tischdeko, wenn man halt sich jetzt inspirieren lassen möchte. Und ja, soll ich dir die mal zeigen? Zeig mal. Wir haben einmal... so eine Sektglasanhänger. Die zeigen wir euch nachher nochmal, wie ihr die gestalten könnt. Damit kann man die Sektgläser quasi personalisieren und weiß immer, dass es sein Glas ist. Und was braucht man für Sektglas? Ja, Sekt. Natürlich. Selbst wenn man jetzt keine große Party macht, so ein kleines Glas Sekt. Oder von mir aus, so kleine Flaschen gibt es ja sicher auch für Apfelsaft. Ja. Wenn man keinen Sekt trinken möchte, schön, ne? Kann man ja auch für Kinder machen, ne? So schön. Ich glaube sogar Piccolo gibt es ja auch schon alkoholfrei, würde ich meinen. Ja. Ja. Vielleicht nicht für Kinder, aber. Ja, ja, das stimmt, das recht. Aber ja, so gestalten kann man so Silvesterflaschen ja sicher für die ganze Familie. Hm. Für alle Gäste muss man nur vielleicht darauf achten, was da drin ist. Richtig. Und da gibt es dann halt, um die Flasche zu verschönern, werden wir euch heute auch zeigen, wie man so einen Sticker herstellt und die da drauf klebt. Und man hat sogar, wenn man es gut sehen kann, einen Schimmer auf. Eine Schimmeroptik. Man hat sogar eine Schimmeroptik. Ja, das reflektiert so ein bisschen holographisch, ja, holographisch, ne? Das ist so ein bisschen holographisch. Genau, mit Sternchen. Mit so einem holographischen Muster da drauf. Ist auf jeden Fall super schön. Und einfach. Alles einfach. Wenn ihr einen Plotter zu Hause habt, alles einfach. Die meisten Dinge könnt ihr mit allen Plottern, die so handelsüblich sind, basteln, würde ich sagen. Die meisten. Dein Sticker da. No, weil die Karte ist auch Print und Cut. Ist auch Print. Ja, und es geht ja auch mit fast allen Plottern. Also zumindest mit den Cricut-Plottern geht das ja. Ja, so meinst du das. Ja, die Cricut-Plotter, ja. Ja, mit den anderen nicht so. Nee. Aber wir haben auch genug Projekte, die für alle zu basteln sind. Eigentlich. Zum Beispiel, ich stehe auf super einfache Projekte. Luftballons bekleben. Mhm. Hey, wenn das nicht mal schön ist. Ich finde, das ist total effektiv und schön. Ja, finde ich auch. Und geht super, super einfach. Ihr braucht noch nicht mal Transfer-Tape oder sowas dafür. Ihr könnt es einfach wie Sticker da raufkleben. Kann man natürlich auch irgendwie was draufschreiben. Frohes neues Jahr.
wenn es nicht so kompliziert ist. Stencil-Schrift verwenden. Stimmt. Geht auch. Aber das ist einfach. Vinyl jetzt verwendet, permanent Vinyl. Geht mit jedem Plotter, geht sogar mit der Schere, wenn man keinen Plotter hat. Genau, einfach die Zahl eingeben und losplotten. Ganz einfaches Projekt. Ja, und die anderen Projekte, die werden wir euch im Laufe des Videos dann mal zeigen. Und ja. Dann hoffen wir, dass ihr dabei viel Freude habt und mindestens genauso groß Silvester feiert wie wir mit Puzzle oder Wachsgießen und vielleicht einem halben Glas Sekt. Und dann wünschen wir euch ein großartiges Silvesterfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Genau, und wir werden jetzt dann gleich mal... Ja, wir haben davon so ein paar beklebt. Ja. Muss man sich auch mal belohnen nach dem ganzen Basteln. Richtig, genau. Bis dann. Bis dann. Tschüss.